Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Hearts Medicine Time to Heal. Wir sind bei Level 25 bereits angekommen. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen mehr von dieser Rückblende sehen werden. Mr. Heart zeigt keine Besserung. Was ist passiert? Warum bist du weggelaufen? Es ist alles meine Schuld. Wenn ich Papa früher gefunden hätte, wäre er noch gesund. Schätzchen, dein Vater hatte einen Herzinfarkt. Du hättest ihm auch nicht helfen können, wenn du ihn früher gefunden hättest. Gehen wir wieder zu deinem Papa, okay? Du willst doch helfen, stimmt's? Ich bin mir zu 100% sicher, dass dein Papa dich hören kann, auch wenn er nicht antwortet. Sag ihm doch einfach, warum er bei uns bleiben muss, damit er sich immer daran erinnert. Was meinst du? Okay. Oh, ach so. Jetzt geht's direkt hier los. Was kaufen wir denn nochmal mit unserem Geld? Ich würde sagen, wir holen nochmal eine Trage hier. Ein verstellbares Bett. Gut, das machen wir und dann legen wir erstmal los. Behandle Mr. Heart und höre Allison zu, ey. Ich habe ja sonst nichts zu tun und hier auch noch mich um die Notaufnahme kümmern. Verbinde diesen Patienten mit der richtigen Maschine und benutze dazu die richtigen Farbkabel. Verbinde zuerst die Stecker. Ups, du hast das Kabel fallen gelassen. Achso, okay, ich muss festhalten. Das machst du großartig. Kümmere dich jetzt um den Rest. Okay, denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Supi. So. Und ein Notfall. Schnell darüber. Und ich höre mal kurz zu. Und du hast mir versprochen, wir würden dieses Jahr ins glückliche Spaßland fahren. Und Versprechen muss man halten. Das ist so süß. So, die beiden Sachen nehme ich mal direkt mit. Und hier geht's dann weiter. Dann hier bitte. Und da müssen wir einmal Tinktur holen. Ach ja, schreiben. So, da bitte rüber. Ich komme. Mal wieder ein paar Scherben, weil die Leute so ungeschickt sind. Oh, 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 wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn gehört. Da! Oh, das war knapp. So, einmal entlassen, bitte. Ich komme. Einmal darüber. Ich höre zu. Ich werde mein Zimmer aufräumen. Ich werde eine ganze Woche keine Süßigkeiten essen und ich werde für den Rest meines Lebens artig sein. So. Mann, inzwischen haben wir echt viele unterschiedliche Sachen zu tun. Das ist cool. So, dann nochmal das hier. Und du musst da rüber. Oh, die verlieren Herzen. Aber ich warte trotzdem. Da müssen wir scheinbar einfach kurz was einreiben. Oh, und wieder. Oh, Entschuldigung. Scherben. Oh, das war knapp. Ah, er will aber auch nochmal darüber. Okay, Moment, ich muss kurz... Und Herr Giraffe würde dich ganz schrecklich doll vermissen. Oh. So, das noch einmal. Und dann kann ich wieder alle entlassen. Du kannst da rüber. Ich komme. Eine schnelle Behandlung. Und nochmal rüber auf die Trage. Und das ist wieder etwas einreiben. Weiß, könnte auch ein Einlauf sein mit diesem Handschuh. Es sieht ein bisschen komisch aus, muss ich schon sagen. Oh, ein Notfall. Sofort rüber. Ah, okay. Beatmen. Ich brauche hier das O2-Zeug. Du kannst dahin. Und da muss ich mich kurz kümmern. Wer soll denn deine gute Nachtgeschichten vorlesen, du? Also ich kann das so niemand. So, das haben wir schon geschafft. Hier nochmal das. Ich fülle das mal kurz auf. Die kann ich ja trotzdem verteilen hier. Und dann rüber zu den Scherben. So, du willst dorthin. Und ich entlasse aber erstmal kurz. Perfekt. Und dann hole ich auch direkt das Skalpell. Nein, ich drücke mal falsch. Oh, okay. So, so und so. Gar nicht so einfach. Da muss man ziemlich schnell gucken. Ich komme. Ja, ich sehe schon, was ihr Problem ist. Gehen Sie mal darüber. Und dann kümmern wir uns darum. Ach so, ja, genau. Ich wusste, dass das das Problem ist. So, einmal reiben.
Und Sie haben das Problem, dass ich das hier... Genau, einmal schön zutackern. So nenne ich das gerne, zutackern. Ah, verflixt, wir brauchen ein Skalpell. Wir müssen ihn einmal kurz aufschneiden. So, jetzt können alle wieder entlassen werden. So, was kann ich für Sie tun? Ah, die alte Dame. Die hat sich auch wehgetan. So, jetzt brauche ich hier mal noch ein paar Patienten hier. Was ist hier los? Voll die Ebbe. Ah, wieder die Tinktur zum Desinfizieren der Wunde. So, bitte einmal hier rüber. Oh, ihr geht's wirklich gar nicht gut. Sie musste auch noch mal rüber. Ein Notfall. Ich komme. Ach, das wieder. Okay. Ah. Ah. Oh, das ist nicht so einfach. Okay, da haben wir leider nicht alle Herzen bekommen. Weil es waren echt viele eben gewesen. Und ich habe auch ein bisschen daneben gedrückt teilweise. Dadurch war das dann nicht richtig drin gewesen. Ah, nochmal darüber. Ah, einmal hier das raus. Ich entlasse die mal kurz, weil dann kann ich mir auch direkt das Skalpell holen. Und schnell hier rüber, schnell! Puh, das war knapp. Was haben Sie denn, Ma'am? Oh, Mann, immer dieses Zeug. So. Einmal da hoch. Sie kann da rüber. Oh, jetzt brauchen wir nochmal das. So. Und da runter, was... Aber wir hatten sie doch schon behandelt. Warum setzen sie sich manchmal da noch hin und wollen dann nochmal eine Sonderbehandlung? Was soll das? So, wir haben 3 Sterne erreicht. Super. Mit Dr. Doctor. Super handsome. Er hört mich nicht. Hört mich nicht. Oh, mein Gott, was ist jetzt los? Was ist denn hier los? Was macht ihr denn da? Oh nein, ein Notfall. Es geht ihm nicht gut. Oh, wo ist er hin? Ich war nur eine Sekunde eingeschlafen. Oh nein, ist er gestorben? Oha. Okay, das muss ich jetzt unbedingt wissen. Heitere Lisa auf, sie hat es nötig. Es tut mir so leid. Ist schon okay, das war vor langer Zeit. Oh, er ist wirklich gestorben, der Vater. Es ist nur dieses Mädchen. Ich weiß genau, wie hilflos es sich gerade fühlt. Habe ich dir schon einmal erzählt, warum ich Lutscher so toll finde? Es spielt keine Rolle, wie schlecht der Tag gelaufen ist. Man kann immer einen Lutscher lutschen. Der ist einfach immer zur Stelle. Er mag vielleicht rein gar nichts an der Situation ändern, aber zumindest ist es etwas Süßes, das einen eine Weile tröstet. Man kann jeden Tag mit einer kleinen Geste verschönern. Einer kleinen, liebevollen Geste, die alles verändern kann. Also, was können wir tun, um dieses Mädchen ein ganz klein wenig aufzuheitern? Nun, ich glaube, wir haben hier ein paar Buntstifte. Und wir könnten Lisa ein paar Blätter oder Millimeterpapier geben, damit sie ein wenig malen kann. Lisa, würdest du gerne ein Bild für deinen Papa malen? Ich helfe dir, wann immer ich kann, okay? Oh, da sitzt sie jetzt. Okay, oh, was ist das denn? Trophäe lateinamerikanischer Tänze. Joe und Sophias Tanztrophäe. Patienten verlieren am Entlassungsschalter langsamer Herzen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Gut, hier ist halt eigentlich nie alles voll. Ah, Allison läuft nun etwas schneller, weil die Blumen so lieblich duften. Ich glaube, darauf sparen wir mal. Das ist nämlich cool, wenn sie schneller geht. Los geht's. Ah, ich muss da immer hin. Okay. Aber erstmal muss ich mich hier ein bisschen kümmern. Und hier. Genau. Und hier rüber bitte. Und dann helfe ich da ein bisschen. Gar nicht so einfach, das hier zu timen. Aber das kriegen wir schon hin. Sie will auch dahin. So, jetzt komme ich. Und einmal die Scherben hier entfernen.
Und Ihnen helfe ich natürlich auch, Sir. So, sie kann darüber. Dann holen wir schnell hier Tinktur. Was brauchen Sie? Oh nein, schnell. Hinzufügen. Ja. Oh, dann ist er ja gleich schon der Letzte in der Reihe. Okay, wir warten noch einen kleinen Moment. Jetzt. Und jetzt entlasse ich schnell. Genau. So läuft das. Und dann hier einmal schön nähen. Und weiter geht's. Komm hier, der... Oh, ah, da. Das ging eben schnell. Super. So, und sie will direkt auf eine Trage. Jetzt scheint es wirklich gar nicht gut zu gehen. Und jetzt will sie auch nochmal dahin. Was braucht sie denn? Aha. So. Auf eine Trage. Oh, anschließen. Oh, ist das schwer. Oh, nein. Und da mache ich auch noch voll den fetten Fehler. Tut mir leid. Wie konnte das denn eben passieren? Und ich sag noch, oh, schwierig, schwierig. Voll dämlich. Naja, egal. So, dann hier einmal. Da muss ich noch mal kurz nachfüllen. Hier direkt auf eine Trage mache ich mal. Noch mal eine Trage. So, jetzt brauche ich erstmal O2. Ach, dass das... Nein! Aber auch immer nicht geht, ne? Das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Also, dass immer nur die eine Reihenfolge funktioniert. So... Und so. Wunderbar. Du willst auf einen der Stühle. Kein Problem. Und Tinktur. Ich komme, ich komme. Ach so, und auch nochmal darüber. Aha, wir brauchen da eine Schere. Hole ich gleich. Einmal die Schere bitte. Und dann können wir gleich schon entlassen. Yay, wir haben es geschafft. Super. War das hier wieder der Automat oder... Ach nee, das war... Und so. Supi. So, dann komm mal hierher. Aber jetzt muss ich die ja gar nicht mehr unbedingt da nach links setzen. Das war vorher nur, weil das praktischer war. Mit Lisa, weil ich sowieso besser trösten kann. So, wieder ein paar Scherben. Was macht ihr nur alle, ey? Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Glasversicherung. Sonst war's das. Ah, der geht bestimmt hier noch rüber. Ja, klar. Da, da und hier. Perfekt. Einen bräuchte ich bitte noch. Wie auf Kommando. Oh, da müssen wir nähen. Super. Und dann kann ich ja direkt mal entlassen. Haben wir wieder einen fetten Bonus. Ja, wir haben sogar schon zwei Sterne schon erreicht. Ich komme. So. Ach so, nochmal hier rüber. Okay, was haben sie denn noch? Was kann ich noch... Oh, wunderbar. Das klappt direkt. Und da müssen wir einfach nur einmal kurz untersuchen. Das sind wahrscheinlich so Leute, die sie gleich Panik machen und die dann merken, oh, ich bin ja gesund. Ist alles in Ordnung. So. Nochmal reiben. Ich reibe hier den ganzen Tag irgendwelche Sachen ein. Oh, das ging ja schnell. Man kann ja direkt auch nochmal ans nächste ran. Aha, das andere. Nee, nee, ich muss immer zuerst... Nee, welches muss ich... Wow! Okay, hat geklappt. Schnell! Puh. Und ein Notfall. Notfall. Oh, wieder die Kabel. 1, 2, 3. Oh, hier sind ja schon so viele. So, und sie wollen dorthin... Na gut. Ach, schon wieder die Tinktur, ey. Ich hasse die irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Ich hasse es, da unten hinten, da unten links hingehen zu müssen. Ja, ich mach mal ganz kurz. Aber ich glaube nicht, dass wir viel brauchen werden noch. Oh, ich habe mir fast wehgetan, der Arm. So, einmal aufs Bett. Was hätten's gern? Oh, die Schicht ist fertig. Kommt keiner mehr? Nee, ne? Dann ist vorüber. 3 Sterne erreicht. Und wir haben alles geschafft. Super. Die beiden sind echt süß. Schau mal, Allison, ich hab dich gemalt. Wow, das ist ja wunderschön, Lisa.
Oh nein, er hat einen Anfall. Lisa, weißt du schon, wie es in einem Krankenwagen aussieht? Gibt es da Lutscher? Lutscher, aber klar doch, Tausende. Sind da nicht die Krankenwagen? Ja, aber wir nehmen die Touristikstraße. Ach so, in die Richtung. Sind nicht in der Richtung die Krankenwagen? Oh nein, es sieht nicht gut aus. Er ist zu schwach für Tabletten, aber er kann auch noch nicht alleine gesund werden. Wir müssen etwas tun, Sophia, sonst wird er sterben. Oh je, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Hilf jedem Patienten innerhalb von 15 Sekunden nacheinander? Wie nacheinander? Bis auf das Wort nacheinander ist mir die Aufgabe klar. Also schnell muss ich halt sein, oder? Oh, ups. Ich wusste, dass es in der Notaufnahme um Leben und Tod geht, aber das erlebe ich zum ersten Mal. Es tut mir leid, Daniel. Da ist dieser Patient. Und diese dämlichen Fachzeitschriften helfen mir auch nicht weiter. Es kommt mir so vor, als würdest du in diesem Krankenhaus versauern. Ich weiß nicht. Hör mal, heute Abend lade ich dich bei mir zu Hause zum Abendessen ein. Und ein Nein akzeptiere ich nicht als Antwort, mein Fräulein. Oh, wir haben sogar genug Geld hierfür. Cool. Machen wir das. Das kaufen wir doch mal direkt, dann sind wir nämlich auch schneller. So, los geht's. Okay, ich versuche euch super schnell zu helfen, Leute. Oh Mann, das war knapp. Aber beinhaltet das auch das Entlassen? Nee, oder? Ich hoffe nicht. So, oh toll. So, man sieht das ja da anhand dieser Anzeige. Ich glaube, das hat nichts mit dem Entlassen zu tun, sondern wirklich nur mit dem Behandeln, wie man eben gesehen hat. Nein, schon wieder das. So. Ist ganz schön knapp, 15 Minuten, Sekunden. Ja, 15 Minuten wäre kein Problem. Ui! So, dann einmal hier rüber. Und eine Zuweisung scheint auch nicht dazu zu zählen. Also wir müssen das schon ein bisschen schnell machen. So, das muss raus. Und hier einmal entlassen alle. Okay, hier wieder eine Tinktur. Ich komme. Ah, schnell! Da, hier und dort. Super. Ja, ich bräuchte aber schon Patienten, sonst wird das schwierig mit den 15 Sekunden. Oh, mach schon. Oh. Puh. So, und da nochmal. Vielleicht muss man sich die auch irgendwie einteilen. Sinnvoll, ich weiß es nicht. Da und hier. So. Und hier wieder ein bisschen Tinktur. Super. Dann kann ja schon hier wieder alles entlassen werden, was da ist. So. Hier einmal. Oh. Hui. Geschafft. Auf den Stuhl. Was hätten's gern? Kein Problem. Das geht ganz schnell bei Ihnen. Oh, ich brauche Patienten. Schnell. Oh. Ja. Oh Gott. Schnell. Uff. Meine Güte, ey. Oh, super, ein Notfall. Oh, das war ja easy. Okay, ich brauche noch mal jemanden, bitte. Ich komme. Ah, Tinktur. Schnell. Hui. Oh nein, das war jetzt zu früh. Ich dachte, der wäre schon fertig. Deswegen bin ich da schon lang gegangen. Egal. So. Ich meine, deswegen habe ich die dir schon entlassen. Ach, was weiß ich. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht denken. Ich bin so im Stress. Ah, verdammt. Ich habe losgelassen. Okay, das ist auch erledigt. Kommt nochmal wer, bitte? Perfekt. So, eine schnelle Behandlung. Dann einmal darüber. Aha, Tinktur. Kein Prop. Ich komme. Und reiben. Was haben Sie denn für ein Problem? Ah, Scherben mal wieder. So.
Okay, sie ist noch nicht fertig. Was an sich ganz gut ist. So, dann können wir erstmal entlassen. Wir haben nämlich noch ganz gut Puffer bei der Zeit. Jetzt aber. Oh, da brauchen wir schnell Sauerstoff. Super. Könnte jetzt nochmal wer kommen, bitte? Oh, zum Glück. Nochmal eine schnelle Behandlung. Und da können wir auch direkt nochmal behandeln. Ich warte nochmal ganz kurz. So. Und einmal darüber, bitte. Ah, das ist ja easy. Oh, nochmal reiben. Und alle entlassen. So, und was hast du? Dich behandeln wir auch ganz schnell. Perfekt, das war's auch schon. Und was brauchen Sie? Ah, wahrscheinlich ist das wieder das mit diesem Sack für den Kopf. So. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Ui, das war gar nicht so einfach, aber das war auf jeden Fall ein Hundebiss, ha? Huh? Das sah ja nicht so angenehm aus. So, was brauchen Sie? Ah, oh, das ist ja easy. Nur ein Schalterchen. Oder nur ein Knopf, oder wie auch immer man das nennen mag. So, kommen Sie schnell, schnell. Puh. So, alle entlassen. Ah, hier sind schon wieder Scherben. Ja, das ist die eine Person, bei der ich halt aus Versehen 4 entlassen hatte. Sonst hätte ich perfekt immer 5 gehabt. Aber es hat ja trotzdem gereicht. Von daher ist alles in Ordnung. Und wir haben alles geschafft. Kein Problem für uns. Lass es dir schmecken. Ich danke dir. Ja, ich muss auch mal essen, ne? Ach so, das Abendessen. Wow, er hat Sushi gemacht oder bestellt. Allison? Allison, willst du etwas trinken? Es tut mir leid, ich entschuldige mich andauernd bei dir. Wenn du sowieso an nichts anderes denkst, warum erzählst du mir nicht von diesem Patienten? Okay, er ist 49 Jahre alt, hat ein Herzleiden. Das ist süß, er hört ihr zu. Du willst ihn so weit therapieren, dass er die kardiale Medikation schlucken kann? Genau, dann wird er sofort genesen. Da gibt es einen Arzt in Boston. Er experimentiert mit sich langsam zersetzenden Stimulantien, die zeitweilig die Gesundheit eines Patienten während einer Behandlung verbessern. Sie verlieren ihre Wirkung, wenn die echte Genesung des Patienten einsetzt. Daniel, das könnte wirklich funktionieren. Dr. Fogarty, Boston General. Ich schätze, dieses Abendessen ist damit vorbei. Wir verschieben es auf ein andermal. Ich finde, was essen könnte sie trotzdem. Das ist nämlich auch wichtig, was zu essen. Aber sie will sich natürlich darum jetzt unbedingt kümmern. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von, oh Gott, Heart's Medicine, Time to Heal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.